Ja, hallo Leute, da bin ich nochmal. Denn der eine oder andere, den interessiert es ja immer, wie so eine Sache ausgeht. Ich war da richtig, musste zwar ein bisschen viel laufen, aber ich habe dann mein Büro gefunden, meine Ladung klar gemacht. Und ja, jetzt meine Pappe geladen. Da musste ich noch ein bisschen Ladungssicherung machen, zwei Gurte und so. Aber alles im grünen Bereich. Jetzt haben wir noch 3 Stunden Fahrt vor uns. Ankunft auf dem Hof 11.04 Uhr. Also ein klein bisschen, eine halbe Stunde schlechter als gestern. Kann man eigentlich nicht meckern. Da werde ich zu Hause noch wieder was schaffen können. Sehr wahrscheinlich die nächsten beiden Masthühner. Ja, worauf ich noch mal kurz eingehen möchte, ist, weil ich das gerade wieder in der Werbung gehört habe, hier mit dieser Reduzierung der Mehrwertsteuer. Ich weiß ja nicht, was der eine oder andere von euch davon hält. Also ich halte davon überhaupt nichts. Da können die mir 100-mal erzählen, es läppert sich zusammen. Wenn da einer auf einen Einkauf von 81 Euro, sie haben es eben im Radio gesagt, 2,50 Rabatt dann hat, ja okay. Das entspricht ungefähr auch unserem Wocheneinkauf. Das wären dann 10 Euro im Monat, die wir einsparen würden bei den Lebensmitteln. Ja, ganz ehrlich, zum Glück ist es noch nicht so eng. Also, ob ich die 10 Euro habe oder nicht habe, nee. Ich habe ja schon mal in anderen Videos so ein bisschen meine Kritik geäußert, auch zu der Autoprämie, die ja auch wieder nur eine bestimmte Klientel begünstigt. Und ja, dann möchte ich auch noch mal was zu dieser Kinderprämie sagen, den 300 Euro pro Kind. Also, ich habe da gestern mit Hase drüber diskutiert. Wir haben da so ein gutes Beispiel, ich muss sagen, im Dorf gehabt. Also das ist eine Family gewesen, 7 Kinder. Mittlerweile hat man, glaube ich, denen, ich weiß es nicht, also mindestens 5 Stück weggenommen, wenn nicht alle, weil da absolute Defizite zu verzeichnen waren. Und jetzt stell sich mal vor, so eine Family, die kriegt jetzt mal eben 2.100 Euro auf die Hand. Ja, was haben denn die Kinder davon? Also da bin ich fest überzeugt, dass die Kinder da gar nichts von haben werden oder nur wenig. Vielleicht kriegen sie ein bisschen Plastikspielzeug, ich habe keine Ahnung. Nee, ich sag mal so, die gut verdienen, naja, ob es denen so viel bringt, klar, man sagt nicht nein zu 300 Euro, die man mehr bekommt, oder wenn man 2 Kinder hat, auch 600 Euro. Und bei den anderen, ja, ich sag mal, es wurde ja schon gesagt, es wird nicht auf Hartz IV angerechnet. Irgendwo, nee, ich kann mich mit diesen Sachen nicht so wirklich anfreunden. Ich sag mal so, irgendwie eine Summe pro Kopf für jeden über 18 einheitlich, zack, bumm, das wäre es vielleicht gewesen. Ob das jetzt viel bringt, wir werden sehen. Wie gesagt, es sind jetzt alles so, ja, ich finde teilweise mit der heißen Nadel gestrickte Maßnahmen. Und ob die unsere Konjunktur in Schwung bringen, ich bin eigentlich kein Pessimist, aber ich möchte es. Ich bezweifle das. Ich bezweifle das einfach. Ja, und es quietscht wieder schön.
Ja, ich denke mal, 8 Kilometer haben wir noch bis zur Autobahn. Soweit nehme ich euch noch mit. Wir fahren hier gerade auf der B9 schön durch die Landschaft. Haben jetzt noch knappe 8 Kilometer vor uns, haben schon über 20 hinter uns. Irgendwie hat dieses Navi auch eben rumgesponnen, aber jetzt ist es okay. Ich werde da, glaube ich, auch erstmal nichts sagen. Es hat so einen komischen Effekt. Nach dem Einschalten geht es immer wieder auf die Grundeinstellung zurück. Muss ich immer wieder Navigation antippen. Und das geht so 2-3 Mal, bis die Sache dann irgendwie im Lack ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mich heute Morgen da, ja, am Ende hat es mich dann doch ganz gut zu der Bude geführt. Oh, hier wird geerntet. Fleißig geerntet. Aber wir tun uns jetzt auf der Rückfahrt ein bisschen die Ruhe an. Kann man daran sehen, dass ich jetzt hier hinter dem Händler bleibe? Müsste ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. Wir juckeln hier mit 79, 80 über die B. Reicht auch. Sind eh nur noch ein paar Kilometer bis zur Bahn. Die Ladungssicherung da wirklich hundertprozentig ausreichend ist, habe ich fast noch ein bisschen Zweifel. Aber der gute Verlader hat zu mir gesagt, letzte Palette, da musst du 2 Gurte mit Kantenschoner drüber machen. Zum Glück habe ich Kantenschoner hier im Auflieger gefunden. Ich hätte nämlich gut ein paar Reservegurte habe ich schon dabei, aber ansonsten hätte ich da gar nichts dabei gehabt. Die Bretter habe ich noch wild umgesteckt, weil die das vorher da angeschlagen hatten, aber ob der das wirklich bemängelt hätte, habe ich fast meine Zweifel. Ich habe ihn extra darauf hingewiesen, dass ich es gemacht habe, und da sagt er, ja, ja, alles gut. Bin ich ja mal gespannt, wo es morgen hingeht. Ich habe da ein bisschen das ungute Gefühl, dass es wieder nach Bremen geht. Ja, leider. So. Und direkt wieder Mittwoch und dann am Freitag nochmal. Obwohl das ja letzte Woche Freitag gut geklappt hat, aber naja. Da darf auch keine Kleinigkeit auf der Straße sein. Dann war es das nämlich mit dem Bootklappen. Ich muss da jetzt mal gucken, wo Else mich da. Achso, auf die 61. Naja. Waren wir mal ganz entspannt. Da habe ich heute mal eine Endlade- und eine Ladestelle gehabt, wo ich nichts tun musste. Außer im Auto sitzen und darauf warten, dass sie fertig werden. Nach 2 Kilometern bleiben Sie links.
Oh, da hinten. Ah, ihr könnt zwei fette Kirchtürme irgendwie. Der Dom zu Speyer. Ich weiß es nicht, aber kann gut sein. Der Dom zu Speyer. Obwohl das eine Ding sieht ziemlich gerippt aus. Nach 800 Metern bleiben Sie links. Ja. Also geht klar. Bleiben Sie links. Ja, ich bin doch links. Ich bin doch links. Also auf der rechten Spur von links. Standen sie wieder dicht an dicht. Die war, ach, heute Morgen auch gesehen. Zwei LKW-Fahrer da. Also am liebsten hätte ich es noch gefilmt. Der eine rangierte da unter den Auflieger. Dann kam andere angelaufen. Dann kam der aus dem LKW raus. Erstmal Handschlag und dann wurde sich ohne wirkliche Distanz volles Rohr unterhalten. Ich meine, dass sich unterhalten ist ja okay, aber der Handschlag, also sorry, ich meine, ich bin einer, der wirklich immer die Hand gegeben hat, weil ich so gelernt habe, aber das hat man sich doch relativ schnell jetzt abgewöhnt. Gerade habe ich drüber nachgedacht, ob ich jetzt, weil das hier überhaupt nicht so richtig löppt, überholen soll. Da kommt schon nach das. Nach 2 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt A61, E31 Richtung Heilbronn. Jo. Das, Entschuldigung. Das allseits beliebte Überholverbot. Nehmen Sie die Ausfahrt A61, E31 Richtung Heilbronn. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann fahren Sie auf die Autobahn.
A61, E31 Richtung Heilbronn für 9 Kilometer. Ja. Ja, ich würde sagen, im Moment ist mir auch nicht so nach Quatschen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen juckeln. Zum wiederholten Male, bleibt gesund und macht schön gut.